Alles begann auf einem Dachboden in einer deutschen Provinzstadt. Händel war nicht mehr als ein Dreikäse hoch, doch schien sein Eigenwille schon damals ausgeprägter zu sein als bei anderen. Und er hatte ein Geheimnis. Denn was sich auf dem Dachboden abspielte, durfte niemand im Haus wissen. Vor allem Händels Vater nicht, dessen ganzer Stolz es war, einen höchst ehrbaren Beruf auszuüben. Wir wissen viel mehr über Händel als über Bach, weil Händel berühmter war. Allerdings ist vieles in Form von Anekdoten überliefert, vielleicht wahr, vielleicht auch nicht. Man muss das beurteilen wie bei berühmten Persönlichkeiten heute. Das also war das Geheimnis des kleinen Georg Friedrich. Ein verbotenes Spielzeug, versteckt in der Dachkammer seines Elternhauses und der einzige Weg, das väterliche Verbot zu umgehen, das dem Knaben jeden Umgang mit Musik strikt untersagt hatte. Doch je weiter die Übungen fortschritten, desto weniger blieben sie unbemerkt. Der Vater war primär Feldscher, also Chirurg nach heutigen Gesichtspunkten, und hatte für Musik nichts übrig. Er hat dagegen den Willen, Händel hat gegen den Willen seines Vaters nachher Musik studiert. Schwere Zeiten hatten den alten Händel geprägt. Er hatte sich seinen Status hart erarbeitet. Sein Sohn war für die Beamtenlaufbahn bestimmt und keinesfalls für das Leben eines Gauklers. Ich habe das Haus gesehen, das waren wohlhabende Leute. Und der Sohn wollte Musiker werden. Können Sie sich die Schande für die Familie vorstellen? Nichts beunruhigte den alten Händel deshalb mehr als die unbezähmbare musische Neigung seines einzigen Sohnes. Und so versuchte der Vater, den kindlichen Ungehorsam zu brechen und seinem Sohn den Weg in eine gesicherte Zukunft zu weisen. Doch alle Bemühungen, den jungen Mann von den Verlockungen der Musen fernzuhalten, waren umsonst.